Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Araya. Wir waren das letzte Mal hier auf diesem wunderschönen Stuhl gefesselt oder was auch immer. Wir haben uns einfach nur draufgesetzt. Araya hat rumgeheult, hat sich erhangen, wie auch immer. Wir gucken, warum. Wenn wir heute was finden. Wo muss ich eigentlich lang? Gut, das war wunderschön. Danke für diese... Gut, da hier waren wir auch schon. Da hatten wir eine Tür, die nicht aufging. Die hier. Mal sehen, was wir... Nee, die Tür ging auf. Falsche Tür. Wieder zu. Du sollst zu. Du mach die Tür zu. Ja. Und eine Tür ging hier nicht. War das die hier? Oder waren wir in der Tür drin? Nee, die kennen wir auch. Komm. Mach zu. Fehlen hier nicht ein paar Türen? Die Dame ist aber auch nicht geschockt hier, ne? Gut, das ist Frauenarztraum. Gynäkologe. Dam, dam. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Wenn ich jetzt richtig laufe. Die Türen gehen ja auch alle auf. Yep. Aber ging es hier lang? Oder habe ich irgendwas? Oder musste ich irgendwo hochklettern? Warte, ich gehe nochmal zurück. In Lichtgeschwindigkeit. Und da atmet immer noch einer. Vielleicht war die Gute ja schwanger. Müssen wir hier hoch? Nö. Gut. Anscheinend nicht. Dann waren wir ja schon auf dem... War hier nicht irgendwo eine Tür verschlossen? Ich weiß es nicht. Ich habe nur dieses geatmet. Guter Deutsch, aber egal. Gut. Hier waren wir überall auch, glaube ich. So, gehen wir. Ah, seht mal da, die Tür. Die Tür war das letzte Mal verschlossen. Game safe. Toll. Danke. Das ist ein bisschen doof. Dass der Game safe jetzt erst kommt. Oh, hätte ich ja weiter aufnehmen können. Kleinen Augenblick. So, da bin ich wieder. Ich bin gegen irgendwas allergisch. Ja. Warum renne ich jetzt in dem dunklen Gang lang? Oh, gut. Ist das ein Rundgang hier? Geht's hier weiter? Da ist eine Tür. Lasst mich raten, die Tür geht jetzt nicht auf. Da müssen wir wahrscheinlich gleich hinrennen. Weil wir gleich verfolgt werden. Von unseren männlichen Nakidai. Gut, dann rennen wir wieder zurück. Haben wir auch Spaß dabei. Und hier entlang. Scheiße!
Scheiße, falsche Richtung! Nein, ich bin tot. My head hurts. Ja, was? What happened to me? Where am I? Hä? Ach so. Alter. Ich dachte, er kommt vor mir und nicht hinter mir. Deswegen wollte ich da lang rennen. Ah, so eine Rolle. Ups, mein erster Tod. Mach die Tür auf! Komm schon! Ich sagte, ich muss rennen. Wo geht's denn hier lang? Ach, der Titel. Mach auf! Gott sei Dank habe ich keine Stamina. Ich renne geradeaus. Ja, hab ich schon gesagt, wir müssen rennen. Boss! Jin attacked me! What did you say? And I think he's kidnapped a woman. I got it. Calm down. I will deal with him myself. Let's meet at point A. Yes, boss. I'll be there soon. So, jetzt sind wir wieder mit Rama unterwegs und ich habe keine Taschen. Oh scheiße, ich hatte mit denen keine Taschenlampe mehr. Gut, Raya hat einen Abgang in den Fahrstuhlschacht gemacht. Ich muss zum Treffpunkt. Toll. Kann mir nicht entgegenkommen? Lecker. Müll. Da steht er. Wer steht denn jetzt da schon wieder? Leute, ich habe kein... Oh, ich habe doch nicht... Wo hat er die denn jetzt rausgezogen? Ist das eine Krankenschwester? Ja, sieht aus wie eine Krankenschwester. Was? Was? Und jetzt bleibt mal so stundenlang stehen. Viel Spaß. Ich würde auch erstmal gerne links und rechts gucken. Darf ich das? Bleib mal zu lange stehen, ja? Mal sehen, wie viele Muskeln du hast. Wieder mal wunderschöne Toiletten. Ey, ich hab deine Zwillingsschwester. Warum zeigst du nach da? Du, Verwandtschaft. Wer tut's? Ja, okay. Oh, Blatt Papier. Sehr wunderschönes Bildchen. Oh, 3-2. Es haben ein Name? Benutzt ihn als Waffe? Benutzt jemanden als Waffe, den er, wie heißt das Wort? Und, ich habe das Wort vergessen. Toll, jetzt fängt's an. Besitzt? Nee. Bespukt? Irgendwas so in der Art. Was ist das? Steht die da immer noch?
Ja, Respekt. Muskeln hat die Kleine. Guck mal, die kichert da oben. Warte, dann muss ich anscheinend doch zu dahin. War hier der... Okay. Ich nicht. Egal. Geh mal zu der lachenden Krankenschwester. Die da oben sitzt. Musst du nicht Patienten pflegen oder so? Das sind die Leute heutzutage. Springst du jetzt? Nicht springen. Ist ein bisschen abgedriftet. Ja, ja, jetzt nur irgendwo raufklettern, dann passt es. Alter. Du blöde Kuh. Ich glaube, ich lege mir echt ein anderes Profilbild zu. Die sind ja garstig, die Krankenschwestern. Die Mensa. Immer noch atmen. Ich glaube, da kann man nicht rein. Da heult schon wieder eine. Hört sich aber komisch an. Oh, Tagebuch. A guy hit on me today. That's right, a real guy. He told me his name is Sorn. And guess what? He's also really hot. But he seemed like a bit of a playboy type. Marissa is trying to warn me about him. She told me there's something a bit off about him. I suppose she's right. It's nice to have someone worrying about you. I'm really happy with how things are going with Marissa. I don't want anything or any boy to come between us. P.S. Marissa? I heard your warning loud and clear. PPS, thank you so much for the music box. It's the best birthday present I ever got. Ich habe heute einen Mann kennengelernt. Heißt das Mann kennengelernt? Egal. Richtig, ein richtiger Mann. Er sagte mir, sein Name ist Son Ghost. Was? Genau das ist meine Frage. Er ist wirklich heiß, aber er sieht aus wie ein Playboy-Typ. Marissa hat mich vor ihm gewarnt. Sie sagte mir... Was stimmt nicht mit ihm? Kann man nur so nennen. Ich vermute, sie hat recht. Es ist... Schön. Den Satz kapiere ich nicht. Ich bin wirklich froh, dass ich mit Marissa solche Dinge. Mit solchen Dingen mit. Irgendwas so in der Art. Ich möchte nicht, dass irgendwas oder irgendein Boy zwischen Marissa und mir kommt. Zwischen uns kommt. Marissa, ich habe deine Warnung klar und deutlich gehört und danke für deine Musikbox. Das ist das beste Geburtstagsgeschenk, ja, was ich je bekommen habe. Punkt. Okay. Mein Englisch ist kacke. Was? Wann ist die Tische jetzt? Ich hab's gehört. Okay. Wir gehen einfach mal weiter.
Und zwar hier lang. Genau. Zur heulenden Stimme. Ah, na toll. Eingang. Lieb ich ja. Ist das eine Blutspur? Kommt gut. Wirklich. Hier ist nichts. Ich glaube, da hinten geht es weiter bei der Blutspur. Dann gehen wir mal diesen Flur entlang. Die Tür sieht nämlich nicht... Die Tür sieht komisch aus. Gut, die Tür ist zu. Ja, meine Fresse. Ich hasse euch. Ich gehe ja schon da lang. Guck mal, da sind Blutspuren. Geh dahinter. Her, ja, mach ich doch. Krankenschwestern sind so garstig. Was war denn das? Gut. Oh. Ey. Du zeigst gerne irgendwo drauf, oder? Da geht's ja lang. Was haben wir hier? Hä? Was habe ich an mir genommen? Hallo? Habe ich ein Inventar? Nö, ne? Wir folgen weiter dem Blutspuren. Was? Schön. Ich habe das Gefühl, dass das Geheule hier rauskommt. Wir weinten hier schon wieder. Ah. Eine Krankenschwester. Na du. Okay, habe ich zu leise vielleicht? Ich mache mal ein bisschen lauter. Und sie heult weiter. Was ist das? Muss ich die Dinger jetzt einsammeln? Sind wir jetzt vielleicht bei Slenderman? Schlendrian. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen die einsammeln. Lass mich raten, umso mehr wir finden, umso aggressiver werden die Geister. Also, das war jetzt nicht gruselig. Gut. Komm, mach die Tür zu. Das sieht aus, als ob wir da nicht reinkommen. War gelogen. Du hängst aber auch überall, ne? Ah, ich muss die Dinger verbrennen. Ah. Ich muss alle finden und verbrennen. Ah, okay. Alles klar. Passiert jetzt irgendwas, wenn ich jetzt alle eingesammelt habe? Und Schrank fällt. Passiert hier irgendwas? Okay, ich muss wegrennen. Hm? Was? Wer? Wie? Wo? Weshalb? Öffnen sich die Türen nacheinander? Wenn ich die einsammle?
war das. Ich hoffe mal nichts. Hallo. Das hat sich bedrohlich jetzt angehört. Ich will hier nur meine Seiten finden. Ach, das sind Särge, kann das sein? Habe ich jetzt alle Seiten? Wie viele Seiten habe ich denn jetzt? Jetzt alle? Was? Schrei doch nicht so. Gut, dann habe ich die ja gefunden. So, und meine nächste Aufgabe? Weitersuchen und verbrennen? Wie war's das jetzt? Ich lieg ja schon wieder. Bin ich jetzt hängen geblieben? Oh. Wie, jetzt bin ich schon wieder hier unten? Wieso? Oh, fang das Mädel. Na, du kleine Göre, komm mal her. Dann fangen wir mal. Boah, gemein. Kann ich Taschenlampe? Yep, Taschenlampe kann ich anmachen. Sie steht da hinten. Das ist gemein. Ich muss eine Runde rumlaufen. Come find me. Ja, was denkst du, was ich mache? Ich hab dich! Jetzt dürfen wir Anschlüsse suchen. Ja, ist ja gut. Oh, ist ja nervig. Da kommt bei der Arschpower. Da unten liegt was, kann das sein? Okay. Auch nicht. Auch nicht. Eine Etage tiefer. Gut, dann rollen wir wieder eine Runde rum. Ich habe die anderen Türen noch nicht angeguckt. Ja. Hör auf zu klopfen. Hier muss ich einen Schlüssel finden. Die Tür geht nicht auf. Das heißt, wir müssen nach unten. Ja. Nervig ist es ja. Ein Game Safe wäre auch toll. So, ihr Lieben. Aber ich werde hier einen Cut machen und wir werden in der nächsten Folge nach dem Schlüssel suchen und die Kleine den Arsch vollhauen. Oder, ja, doch, machen wir. Also, wir sehen uns. Bis dann.